Hallo, mein Name ist Hans-Ludwig Forger. Ihr könnt mich auch Hallo nennen. Und ich möchte euch heute einen Eindruck von dem Hackathon 2012 hier in Karlsruhe aus der Nerdzone zeigen. In diesem ersten Video habe ich die Einführung aufgenommen und die Erklärung über die Inhalte des Hackathons. Ja, für diejenigen, die das noch überhaupt nicht kennen, was ist Hackathon? Der Hackathon ist ein Programmierwettbewerb besonderer Art. Es wird unter einem Motto 24 Stunden lang programmiert an einem Wochenende und die Teams präsentieren dann nach den 24 Stunden ihre Ergebnisse. Das Besondere ist dann, dass externe Gäste eingeladen werden am Ende der Veranstaltung und die Teams präsentieren ihre Ergebnisse. Das Ganze wird gewotet. Ich war da Juror, war mit dabei, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann werden natürlich hier die drei Sieger gekürt. Aber ich will euch nicht länger vor die Folter spannen. Hier für euch die Eröffnung des Hackathon 2012 in Karlsruhe. Ja, mein Name ist Lutz Leixmring und als Initiator und Geschäftsführer von Young Targets. Wir haben uns sozusagen konzentriert auf coole Veranstaltungen für ITler. Haben wir es geschafft, jetzt nach 24 Stunden so durch die Zielgerade zu laufen. Und ich kann nur sagen, die Jungs, die sitzen jetzt schon, glaube ich, länger hier als jeder andere, der jetzt gerade reingekommen ist. Das heißt, die eine oder andere Nachtschicht wurde auch hingelegt. Was ist der Hackathon? Für alle die Gäste, die jetzt noch dazugekommen sind, wir haben einen Wettbewerb ausgerufen, dass maximal 50 ITler gesucht werden, die innerhalb von 24 Stunden sich darin betteln, eine App zu programmieren zum Thema Nerd-WG in Karlsruhe. Und das Thema wurde auch ein paar Tage vor der Veranstaltung bekannt gegeben, sodass man noch ein bisschen konzeptionieren konnte. Daraufhin haben sich schon Teams gefunden. Teilweise haben wir auch noch Teams zusammengeführt am Freitagabend, das auch ziemlich lang gegangen ist, glaube ich, bis um 11. Das Ergebnis werden wir jetzt sehen. Die Teams haben sich schon ein bisschen vorbereitet, wie sie das Ganze präsentieren werden. Es sind insgesamt 12 Teams, 13 Teams. Und wir werden so ungefähr 2 bis 3 Minuten dann jeweils eine Präsentation haben. Was ist die Nerdzone? Wir haben uns vor einem Jahr, da will die Kerstin auch gleich noch was dazu sagen, zusammengesetzt mit Unternehmen und haben gemerkt, Karlsruhe ist in der Öffentlichkeit wahrnehmend noch nicht wirklich als IT-Standort in der Szene anerkannt worden oder aufmerksam geworden. Man verbindet es mit KSC, dritte Liga. Stadt des Rechts natürlich auch, zu Recht. Aber der IT Statt der jungen Forscher dieses Jahr auch. Aber leider haben wir es noch nicht geschafft, das so ein bisschen prägnant zu machen. Dann haben wir uns überlegt, okay, lass uns das doch ein bisschen provokant formulieren. Wir sind die Stadt der Nerds und haben Karlsruhe als Nerdzone ausgerufen. Und alles, was wir jetzt machen, Aktionen, sollen vor allem eben für die Zielgruppe sein. Wir wollen eben Spaß haben und wenn auf der Strecke das eine oder andere Unternehmen dabei sozusagen auch die eine oder andere Fachkraft kennenlernt, umso besser. Wir haben ja auch sehr viele Unternehmen mit im Boot. Wir haben 6 Hauptsponsoren. Die Nerdzone selbst unterstützen fast 30 Unternehmen aus der Region. Hier, da sind Omicron, Brandmaker und Gameforge, die auch hier als Mentoren fungiert haben. Da werden Sie auch gleich ein bisschen was dazu sagen. Und ich freue mich jetzt der Kerstin Weber, die hier auch ordentlich twittert und postet, mal das Mikro zu überreichen, dass sie vielleicht von Seiten des Cyberforums noch das eine oder andere zu vorstellen. Hallo nochmal ganz persönlich. Ich bin die Kerstin, komme vom Cyberforum. Wer das Cyberforum nicht kennt, wir sind ein Hightech-Unternehmernetzwerk, speziell hier in der Region. Und in der Zwischenzeit, uns gibt es seit 15 Jahren, sind wir, glaube ich, auf jeden Fall Deutschlands größtes Netzwerk, sogar, wenn wir Glück haben, sogar Europas. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch hier studieren.
Ich möchte euch mal kurz sagen, was die Region hier zu bieten hat, nämlich 3.800 IT-Unternehmen und dadurch natürlich ganz geile Jobs für euch hinterher. Und da wollen wir was dafür tun, damit diese Unternehmen weiter wachsen können. Aber wir wollten nicht dieses langweilige Rekrutieren haben, sondern wir wollten Recruitment etablieren. Und das haben wir, glaube ich, geschafft in den letzten 4-5 Jahren mit mehreren Aktionen, auch dank unseres Brainstorms, das wir da in diese Richtung immer machen. Also ich war überrascht heute, gestern schon, echt von diesen Teams. Und Chapeau, Hut ab, dass ihr da durchgehalten habt. Und jetzt, glaube ich, sind wir alle ganz, ganz arg gespannt, was ihr da heute Nacht alles kreiert habt. Weil kreativ seid ihr, hacken könnt ihr auch. Und deswegen erwarten wir jetzt viel Gutes. Und ich drücke alle die Daumen, dass ihr da auch gewinnt. So, jetzt geht's weiter mit den Regularien. Jetzt geht's noch kurz weiter mit der Vorstellung der Pioniergarage. Denn nicht nur Unternehmen suchen Leute, sondern auch die Gründer werden von uns unterstützt und dazu gibt es die Pioniergarage am KIT und vielleicht Marco oder Mika, stellt mal kurz vor, was ihr macht. Ja, also die Pioniergarage ist ein Studentenverein am KIT. Und wir unterstützen gründungsinteressierte Studenten, machen Veranstaltungen wie zum Beispiel diese hier oder Startup Live. Zu den Regularien vom Hackathon. Das Motto des Hackathons war die Nerd-WG. Es ging darum, wie man eine WG schöner, besser und einfacher. So, es ging darum, wie man eine WG mit Hilfe von Technik schöner und einfacher und einfach besser gestalten kann. Zum Ablauf, wir haben uns Freitag das erste Mal getroffen. Die Ideen wurden gepitcht, es haben sich die Teams gefunden und haben dann bereits Freitag die ersten Konzepte gemacht. Samstag ging es dann weiter, es wurde bis heute durchgecodet, bis 13, 14 Uhr. Dann wurden die Präsentationen vorbereitet und jetzt werden die Präsentationen vorgestellt. Jedes Team hat 4 bis 5 Minuten Zeit, ihre Ideen anhand von einer Live-Demo vorzustellen. Und zu den Abstimmungsverfahren wird mitmachen. So, hallo auch von mir. Zum Abstimmverfahren ganz kurz, also am Ende, wenn die Präsentation der, ich glaube, 13 Gruppen sind, vorbei sind, dann werden eben auch die Sieger gekürt und es funktioniert eben über das Stimmverfahren. Also jedes Mitglied einer Gruppe hat eine Stimme und kann für seine Siegergruppe stimmen, natürlich nicht für sich selber. Und auch viele der Besucher, ich sehe auch schon ein paar, haben so gelbe Zettel bekommen, das funktioniert genauso. Also nur kurz zur Erklärung, wir haben ja eben 3 Spalten, wo man anhand von Kriterien für sich selber Notizen auch machen kann. Aber wichtig ist eigentlich unten mein Gewinnerteam des Feldes. Also sprich, da soll man einfach den Namen eintragen. Entschuldigung, den Namen eintragen von dem Team, das in seinen eigenen Augen, sag ich mal, am besten was umgesetzt hat oder das einem am besten gefällt. Und den Zettel dann gerade am Ende bitte in die Box da drüben einwerfen und dann werden wir die Sieger nachher mit dem Kunden aufführen. Genau.